Herzlich willkommen bei JG Kritik und heute geht es ein weiteres Mal um ein DVD-Review, da ich, wie schon gesagt, ein wenig in der Planungsphase für Filmkritiken sitze. Zum Beispiel wird es nächste Woche endlich mal, oder übernächste Woche, glaube ich, dank Sperrfrist, endlich mal eine Kritik zu einem Film geben, der erst dann 1 bis 2 Wochen später startet. Außerdem erwartet euch in den nächsten Tagen eine ganz besondere Aktion, also auf jeden Fall wieder da sein. Aber das ist jetzt erstmal egal, denn jetzt geht es erstmal um eine weitere, ich möchte sagen, ziemlich coole DVD, und zwar um die DVD von Die Tribute von Panem, The Hunger Games, oder The Hunger Games, und zwar Teil 1 der ganzen Sache, also ich glaube schon, das sagt schon The Hunger Games, genau, Catching Fires, Film 2. Und ich kümmere mich, wie gesagt, heute um Film 1. Und dabei haben wir hier die 2-Disc Special Edition. Und was es damit auf sich hat und was wir da Besonderes drin haben, das versuchen wir zusammen rauszufinden. Zuallererst, man hat hier die DVD oder die eigentliche Hülle versteckt hinter so einem Pappdeckel. Und da steht vorne und hinten recht das Ähnliche drauf, außer dass vorne das Hauptplakat zu sehen ist und hier dann das Charakterplakat, wo man nur Jennifer Lawrence drauf hat. Natürlich dann in ihrer Rolle. Und jetzt erwartet uns hier eine ausdrückliche Beschreibung. Wir sehen ungefähr, was enthält diese Special Edition. Darunter sehr, sehr viele Extras, aber da kommen wir gleich zu. Also wir machen das Ganze auf und uns fliegen erstmal jede Menge Sachen ins Gesicht. Erstmal irgendwelche komischen Bücherwerbungen. Dann und weg ist er. Und dann ein Filmwerbezettelchen für die Blu-ray und die DVD und andere Blu-rays und DVDs vom Verleiher Studio-Kanal. Auch egal, denn es geht ja nur hier rum. Und dann haben wir hier 2 DVDs in dem Fall, also mal keine Blu-ray. Da passt auch der Name DVD-Kritik oder DVD-Review mal wirklich, nicht wie letztes Mal. Und wir gucken, und es gibt ein Wendecover. Hier haben wir das 12-Ding drauf. Und es gibt ein Wendecover, und das haben wir noch nicht umgedreht, weil ich die DVD vor ungefähr 2 Jahren bekommen habe. Ungefähr 1,5 Jahre oder so bekommen habe. Also benutze ich das jetzt erstmal, einfach umdrehen und so wieder reinpacken. Das erklärt sich, glaube ich, von selbst. Und gucken, dass es wieder ungefähr drin sitzt. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wir machen das Ganze wieder zu und schon haben wir vorne kein störendes FSK-Logo mehr drauf. Es gibt Menschen, die stört das sowas von, dass sie wirklich das FSK-Logo jedes Mal rausreißen könnten und nur noch DVDs kaufen mit Wendecover. Mich persönlich interessiert es jetzt weniger, weil ich immer auf den Film achte. Aber wenn ich die Chance habe, mache ich es auch gern einfach mal. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen da draußen, der es noch nicht wusste, dass es sowas gibt. So, damit das Video jetzt hier nicht zu lang wird, fange ich einfach mal an, kurz die beiden DVDs zu reviewen wirklich. Hier haben wir einmal die DVD 1, da ist der Hauptfilm drauf. Zu dem Hauptfilm lässt sich eben nur sagen, ich guck mal eben hier rein. Bildformat, Kinoformat, also alles perfekt. Laufzeit ist circa 137 Minuten, also der Hauptfilm. Und Sprache natürlich Deutsch und Untertitel ist auch Deutsch da, theoretisch. Und man hat natürlich auch den O-Ton, also Englisch. Und was ist zum Film zu sagen? Also das ist im Prinzip das Buch von vornherein auch dann mit verfilmt, und ich habe das Buch leider nicht gelesen, aber den Film halt geguckt. Es geht im Prinzip darum, dass Katniss Everdeen, beziehungsweise dass es mehrere Distrikte gibt und dass aus jedem Distrikt in jedem Jahr Menschen gewählt werden, die sich dann zusammen in einem reichen Viertel, in einer reichen Stadt oder in einer reichen Welt, es ist halt wirklich, es geht ein bisschen um diese Weltszenarien, dritte Welt und so weiter, ich weiß nicht, ob man das noch sagen darf, aber um Entwicklungsländer quasi und Industrieländer und dann die Unterdrückung unter den Ländern. Jedenfalls werden aus allen Distrikten dann jeweils 2 Leute ausgewählt, die dann in der Hauptstadt in einer Arena gegeneinander kämpfen müssen, bis der Letzte quasi noch steht, also sie müssen sich gegenseitig umbringen, und der Letzte, der noch steht, darf dann am Ende mit Essen und allem überschüttet werden und sich als Sieger gefeiert fühlen quasi. Und das ist die ganz grobe, doch recht einfache Story von diesem Film, und ich muss sagen, dass dieser Film das super, super, super gut macht, und es ist mal wieder ein Film, der einfach die Technik, die beim Film da ist, auch wirklich so umsetzt. Ich habe jetzt leider das Vergleichsmaterial, das Buch, nicht dabei, aber ich kann halt klar sagen, dass der Film einfach Medium
Film mit Bild und Ton die Geschichte besser erzählen kann. Das finde ich auf jeden Fall. Also beispielsweise, wenn es um Waldszenen geht, wo wirklich Katniss hier verfolgt wird von anderen Leuten, dann ist dieser Surround-Sound, den man im Kino oder auch im Heimkino hat, einfach sowas von super gemacht, dass man echt das Gefühl hat, wenn man im Kino sitzt, verdammt, gleich kommt da jemand. Oder von hinten ist irgendwas, da raschelt's da. Oder von üben, ich weiß es nicht, da auf jeden Fall überraschelt's. Und man ist total in dieser Szene drin und kann total mitfühlen. Und auch dann noch die bombastisch gute Schauspielerin Jennifer Lawrence. Einfach passt alles super zusammen. Und die Geschichte ist natürlich auch zwar einfach, also vom Prinzip her, aber super spannend umgesetzt. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, ganz großen Daumen nach oben. Auch die Effekte sehen super gut aus. Man hat hier an vielen Stellen animierte Tiere und generell der ganze Wald und Feuer ist an vielen Stellen animiert. Wobei auch bei diesem Film, wie man dann in den Extras auf DVD 2, dazu kommen wir jetzt, sehen kann, dass auch einiges durch Special Effects gemacht worden ist. Also der Unterschied zwischen Visual Effect und Special Effect sind, das eine ist tatsächlich, also Visual Effekte sind im Computer quasi erstellt und das andere sind tatsächlich Effekte, die man auch so am Set zum Beispiel durch ja, Feuer, beispielsweise durch Gaskartuschen, dann tatsächlich selber am Set erstellen kann und dann einfach mit der Kamera aufnimmt. Und oft denkt man halt, das sind auf jeden Fall Computeranimationen, dabei sind es in Wirklichkeit echte Feuergasflaschen, die da stehen, mit denen man dann das Feuer zum Beispiel macht. Denn Feuer zu animieren ist halt sehr schwierig. Jedenfalls, auch das wurde ja also Feuer wurde auch in diesem Film teilweise animiert und das sieht auch super gut aus. Klar zu sagen, Effekte ist auf jeden Fall top. Und jetzt kommen wir zu den Extras, die hier drauf sind. Ich lese mal eben vor, was hier so grob steht, aber natürlich nicht alles, aber nur so die wichtigsten Punkte. Ganz wichtig ist schon mal die Entstehung von Die Tribute von Panem, das Making-of. Da erfährt man auf jeden Fall ganz viel von der Planung bis rein zur Dreh- und bis zur Nachbearbeitung dieses Films. Und das ist natürlich wieder für alle Filmliebhaber, die wirklich dahinter gucken wollen, wie wurde das Ganze gemacht, wieder sehr spannend. Und auch da sieht man, wie gerade angesprochen, Moment mal, das ist ja gar nicht alles im PC gemacht, da wurde ja ganz viel so gedreht. Und wie viel haben die Setarbeiter wirklich gemacht? Wie waren die Schauspieler überhaupt? Wie sah das in der Maske aus? Sehr, sehr spannende Dokumentation. Wobei, wie gesagt, Herr der Ringe toppt das alles nochmal um Längen. Aber es geht ja hier um Tribute von Panem, tatsächlich. Naja, auf jeden Fall gibt es dann immer so einzelne Kapitel, wo sich zum Beispiel mit dem Kapitol beschäftigt wird. Teilweise wird sich um die Geschichte von den Tributen gekümmert. Dann hat man hier Briefe aus dem Rosengarten, die Nahrung in Panem, die Tagebücher der Tribute, die Stunts. Genau, die Stunts war auch eine sehr schöne Sache. Also wie machen die tatsächlich diese Bäume und alles? Und dann hat man noch ein bisschen Biografien und Trailer und natürlich das Wendecover als Special mit aufgezählt hier. Also die Special-CD, die geht natürlich von manchen Filmen zu toppen, wobei ich persönlich mit diesen Specials schon mal ziemlich zufrieden war, wobei man natürlich immer wieder, ach, ich vergleiche immer alles mit Peter Jackson Special, aber das lassen wir lieber sein. Also im Vergleich zu jetzt beispielsweise Transformers ist das hier absolut schon einiges gewesen. Man sieht hier ziemlich viel Einblick, auch hinter die Drehphase, nicht nur hinter die visuellen Effekte, was bei einigen Filmen dann oft mal der Fall ist. Dann hat man nichts vom Drehtag und nur alles vom Computer und das interessiert einen, also nicht jeden. Und hier gibt der Film, also diese DVD, die gibt einem einfach viel Material und ungefähr ausgewogen von der Vorphase, der Drehphase und der Post-Production. Also man hat da quasi schön aufgeteilt alles, was man als Filmliebhaber gerne anschauen will. Gut, vom Design her könnte man diese Hülle, merke ich gerade, noch was schicker gestalten. Also da gibt es durchaus Kreativeres und stabil, weiß ich nicht. Das ist immer so ein komisches Knacken hier. Genau. Wer weiß. Also ich bin auf jeden Fall ziemlich zufrieden mit dem Ganzen. Wie viel das Ganze kostet, habe ich leider gar nicht mehr im Kopf, weil ich, wie gesagt, die DVD vor längerer Zeit bekommen habe. Allerdings werde ich wie immer alles unten in der Infobox auch wieder verlinken, also Amazon-Link. Dann könnt ihr im Notfall auch mal reingucken und euch überlegen, ob ihr nicht auch diese Version hier kaufen wollt. Dazu noch eben die Extras gehen ungefähr 213 Minuten. Okay, dann legen wir das Ganze mal weg und wir fangen noch an und ich stelle euch noch eben hier eine kleine Änderung vor. Und zwar haben wir ja jetzt nicht mehr hier diese Abo-Buttons und so, sind nicht mehr im Hintergrund, sondern jetzt schon hier vorne, weil das hat mich irgendwie ein bisschen genervt. Nicht wundern, vielleicht seht ihr es auch selbst. Und ich habe überlegt, ob ich nicht in der nächsten Zeit noch ein bisschen Musik hier am Abspann einblende. Ich guck mal einfach, oder was ich generell noch im Abspann mache, vielleicht, damit man mich nicht immer hier sitzen hat, sondern dann in Ruhe auf die Knöpfe drücken kann, ohne mir so einen komischen redenden Typ, der ja das Bild quasi nervt. Also, dieses Mal noch normal und nächstes Mal dann vielleicht anders. Oder dieses Mal ist es schon anders. Ich weiß nicht. Ich guck gleich mal am PC nach. Auf jeden Fall laber ich wieder zu viel. Da oben Trailer, da Kritik, Abo-Buttons, da oben Facebook, hier die Umfrage. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Filmkritik, DVD-Review oder Trailer-Check oder was ganz anderes. Das werdet ihr natürlich in den nächsten Tagen dann sehen. Bis dann.